Sonntagmorgen, kurz nach 10, Zeit für Leut von da, das Sonntagsgespräch hier bei Radio Primaton. Heute darf ich mich mit einer Künstlerin aus der Region hier unterhalten und mit ihr plaudern, die es geschafft hat, wirklich bundesweit und sogar ein bisschen über die Bundesgrenzen hinaus ins Rampenlicht zu kommen. Ich glaube, es kennt sie hier fast jeder, die Steffi List, Sängerin, Musikerin aus Geldersheim. Hallo Steffi, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Alles gut, erster Kaffee ist ja nur schön warm in deiner Hand. Ja. Läuft soweit. Schön erstmal natürlich, dass du Zeit für uns hast. 7 Jahre sind vergangen, seit du bei Stefan Raab bei SSD, SSWM, EGU, AB, RTL, AD. Stefan sucht den Superstar, der singen soll oder was er oder sie möchte oder gerne auch bei RTL auftreten darf. Platz 3 gemacht hast. Du kannst schneller, besser. Richtig. Du hast es oft gesagt, oder? Ja, pass auf. SSD, SDSS, WM, UG, AB, RTL, AD. Super. Und der Sonntagsmorgen. Ja, genau. Aber ich meine, du hast es ja wahrscheinlich auch erstens mal öfter sagen dürfen, bist häufiger damit konfrontiert worden. Es gab ja dann auch eine ganz tolle CD und die war super erfolgreich. Mhm, ne? Genau, das war so eine Maxi-CD. Klar, mit Stefanie Heinzmann, Gregor Meile und ja, mit mir auch. Die hat dann auch Platz 1 belegt. So muss das auch sein, oder? Genau. Deswegen geht man doch ein Stück weit auch zu einer Castingshow hin. Mhm, genau. Das ist auch das Ziel, natürlich diese Castingshow zu gewinnen und danach zu sehen, was passiert dann mit mir. Wird mit mir eine CD aufgenommen, kommt sie in die Top 10, kommen genug Leute zu meinem großen Konzert dann natürlich. Dafür ist sowas da. Und trotz allem, glaube ich, ist es eine völlig neue Welt. Also ich meine, du bist aus Geldersheim, eine von da, ne? Mhm. Und ich meine, so als Künstlerin bist du natürlich schon auch rausgekommen, aber dann hier bei ProSieben im riesen Fernsehstudio war ja dann auch live und Publikum ganz groß, Kamera an, rotes Licht und so. Ist schon nochmal eine völlig andere Welt, oder? Ja, natürlich. Und es gehört auch viel Glück dazu. Also ich bin auch einfach zum Casting hingefahren, war dann in so einem verdunkelten Raum. Da gab es eine kleine Bühne, eine Kamera stand da, aber kein Mensch zu sehen. Dann habe ich nur gehört, so Steffi, was machst du, wer bist du, los geht's. Dann war das Ganze in 2 Minuten vorbei und dann hat es geheißen, so, danke, tschüss. Ja, und dann bin ich von Köln wieder heimwärts gefahren und dann ein Vierteljahr später bekam ich eben den Anruf. Also das Glück. Gar keine Resonanz in dem. Einfach nur Servus, Grüß Gott, Dankeschön, auf Wiedersehen. Der Nächste bitte, genau. Und als du gefahren bist, was hattest du denn da für ein Gefühl? Hattest du überhaupt eines? Oh, das weiß ich jetzt nichts mehr. Ich sag mal, du hast dein Ding jetzt abgeliefert. Ja, jetzt schauen wir mal. Genau. Und dann kam ein Anruf oder was kam? Genau. Vierteljahr später kam dann ein Anruf aus der Redaktion. Ja, ich bin unter den letzten 20 Teilnehmern dabei. Ob ich Lust hätte, ob ich Zeit hätte? Klar, die Frage war natürlich überflüssig, logisch. Mhm. Da war ich dann dabei und dann ging das Ganze los, ja. Und dann hast du 10 Minuten am Stück geschrien oder hast du dich gesetzt und erstmal nur geatmet? Oder wie stelle ich mir das vor? Also ich hatte noch nie einen Anruf, dass ich unter den 20 Besten von irgendwas bin. Klar, habe ich mich riesig drüber gefreut. Ja. Logo, wann kommt schon mal so ein Anruf? Ne? Ja. Ja, aber Freude drückt sich bei jedem auch anders aus. Ne? Der eine schreit, der nächste setzt sich hin und... Okay, ich bin nicht so aus Freude schreien. Nee, okay. Da bin ich anders drauf. Ja, der echte Franke freut sich auch mehr nach innen. Ja, ja. Genau, so gehört sich das hier in Franken. Ne? Hat sich denn alles auch so entwickelt dann, wie du dir es erträumt hast? Ich meine, Platz 1 wäre toll gewesen, aber sind wir mal ehrlich, also 3. Platz ist ja schon Wahnsinn. Ja, klar. Also für mich war es eine Riesenehre, vor allem, weil ich dadurch gemerkt habe, dass ganz Schweinfurt oder Unterfranken richtig hinter mir gestanden hat. Die Leute mussten anrufen für mich. Also was heißt mussten? Sie haben angerufen für mich. Viele Leute sagen mir heute noch, Steffi, ich habe damals für dich angerufen. Ich kenne die Leute gar nicht. Und umso schöner natürlich, dass eben ganz Unterfranken oder vor allem auch Schweinfurt und Umgebung richtig hinter mir gestanden hat. Sonst wäre ich gar nicht so weit gekommen. Deswegen nochmal, nochmal ein Dankeschön. Ne? Das geht, glaube ich, immer wieder. Also wir spielen ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Und da sind wir wieder, sind Sie wieder hier bei Leut von da. Unser Sonntagsgespräch bei Radio Primaton, jetzt immer sonntags hier von 10 bis 12. Und Zeit gefunden für mich, für uns hat Steffi List. Hallo Steffi nochmal, wir haben ja schon ein bisschen was von dir erfahren. Steffi, du spielst Gitarre, glaube ich, seit du süße 8 bist. Richtig. Hast du erstmal so eine kleine gehabt oder gleich mit einer richtig großen angefangen? Nee, es war schon eine kleine Kindergitarre. Ja. Das ist schon süß, ne? Warum Gitarre? Damals, weißt du es noch? Ich weiß es noch, ja. Und zwar war das die Gitarre von meinem Cousin.
Der sollte eigentlich da mal irgendwie was spielen können, hat er absolut keinen Bock drauf. Und ich habe die in seinem Zimmer gesehen, wollte keiner mehr haben. Denke ich mir, gut, die nimmst du mit. Und habe mich am nächsten Tag gleich zum Gitarrenunterricht in der Volksschule bei mir in Gellersheim angemeldet. Und seitdem klampf ich durch die Gegend. Also wart ihr gleich Freunde, die Gitarre und du? Ja. Ich glaube, so muss es auch sein. Dirk Denzer habe ich ja vor kurzem auch interviewt. Der hat mir im Prinzip das Gleiche erzählt. Er und die Gitarre haben sich gefunden und ab dem Tag waren sie unzertrennlich. Ja, geht mir auch so. Also ist es quasi pädagogisch jetzt schon mal was, was man den Eltern sagen könnte, wenn die Kinder sich nicht ins Instrument verlieben und andersrum, dann soll man es lieber gleich lassen. Das ist kein Sinn wahrscheinlich, ja. Dann muss man nämlich, ne? Und ja, ich wollte. Gut. Wann hattest du denn dann deine erste eigene Band? Ja, ganz klassisch, es war meine Kirchenband dann. Dann warst du wie jung dann? Ich war dann so 12 Jahre alt und da haben wir eben diese Kirchenband gegründet. Ja, das waren so die ersten Auftrittsmöglichkeiten, die wollte ich natürlich schon haben. Aber Phoenix sage ich jetzt mal, als bekannte Coverband, bei der du warst und wieder bist, oder? Ganz genau, ja. Also zurück zu den Wurzeln? Ja, sehr gerne. Mache ich generell gerne und ja, bei Phoenix, klar. Meine Bandmitglieder liegen mir wirklich am Herzen. Ich bin jetzt seit 17 Jahren mit der Band befreundet und wir spielen zusammen und wir freuen uns auch wirklich immer, wenn wir dann zusammen wieder einen Auftritt haben. Ja, ich bleib da auch dabei. Und Coverband ist ja klar, man nimmt sich ein Stück weit natürlich auch die Charts. Klar, das wollen ja, glaube ich, auch immer so die Leute, die zu einem Konzert, zu so einem Abend einfach auch kommen. Macht dir das auch Spaß, dass du dann als Sängerin mal so die ganze Breite hinlegen kannst? Ja, klar, dafür sind eben die Coverbands da und jede Band oder auch Sänger, Sängerinnen, die versuchen einfach so gut wie möglich zu covern, sich genauso anzuhören wie das Original und ja, das sollte eigentlich der Standard sein. Natürlich funktioniert es nicht immer. Ist das tatsächlich Ziel und Zweck? Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, also ich singe jetzt was von Gianna Nannini, sage ich jetzt mal, aber ich will mich anhören wie Steffi. Nein, du willst, dass einer denkt, Mensch, mit die Augen zu machen, da steht die Gianna Nannini da. Ja, das war auch früher schon so. Ich habe mit älteren Musikern auch gesprochen. Ja, sie wollten das genauso auf der Bühne darbringen, wie man es halt von der Single oder vom Radio aus gekannt hat. Aber da gibt es ja dann also auch den einen oder anderen, sage ich jetzt mal, den man dann auch auslassen muss. Weil Stimme ist nicht gleich Stimme und es gibt natürlich auch die ein oder andere Interpretin, wo du sicherlich sagst, nö, muss ein anderer machen. Ganz genau so ist es, ja. Also wenn man das erkennt als Sänger oder Sängerin, dann ist es gut, weil zum Beispiel bei mir, wenn ich Whitney Houston oder so Sachen singen sollte, dann würde ich sagen, nee, müsst euch jemand anders suchen oder wir lassen es einfach. Und meistens haben wir es gelassen. Es muss ja auch klingen. Aber du hast ja nach dem Erfolg von Stefan Raab dann deine erste CD veröffentlicht und auf dieser waren dann deine eigenen Songs. Deine, von dir geschriebenen. War das ganz wichtig für dich, dass du gesagt hast, ich suche mir jetzt nicht einen oder lass mich vermarkten und lass mir was quasi auf mich schreiben, wie es jemand sich vorstellen könnte, sondern sein, ich bin die Steffi, ich schreibe meine und komponiere meine Musik selbst und so hört sie es an. Ja, der Gedanke war vor dieser Castingshow schon da. Ich habe auch schon angefangen gehabt mit ein paar Songs. Und natürlich danach hat sich's angeboten, eben diese eigenen Songs auch der Öffentlichkeit zu zeigen. Weil wenn du dann mal irgendwo im Fernsehen zu sehen warst, dann möchten die Fans schon was von dir haben. Und da eignet sich natürlich dann so ein Album mit den eigenen Songs. Jetzt haben wir schon einiges gehört so über deine Musik, wie du zu deiner Musik kommst, wie du zu deiner Musik findest. So ein bisschen Steffi List, der Mensch hinter dem Gesang und hinter der Gitarre, das frage ich dich gleich. So, einen schönen guten Morgen. Hier ist das Sonntagsgespräch. Leute von da bei Radio Primaton. Schön, dass Sie da draußen dabei sind und schön, dass die Steffi List immer noch bei mir ist. Hallo. Ja. Steffi, ich sage jetzt mal, du bist Künstlerin, Feministin, Botschafterin der Kindertafel, Patin von Emo, Rock, Aktivistin bei 100% Mensch, so heißt die ganze Aktion. Und ehrenamtlich bist du überhaupt, sage ich mal, aufs Vorbildlichste aufgestellt. Ja, finde ich schon. Ja, ja. Ja, ich merke schon, Lob ist immer schwierig, ne? Du bist ja beispielsweise, fangen wir mal so an, Gründungsmitglied der Schweinfurter Kindertafel. Nee. Nicht? Nee, also ich bin Botschafterin der Kindertafel in Schweinfurt, aber nicht Mitgründerin. Ich bin Mitgründerin des Bundes
Dachverbandes. Na, auch nicht schlecht. Immerhin. So. Also was gegründet auf jeden Fall, hat auch was mit der Kindertafel zu tun. So. Warum die Kindertafel? Wie kam es dazu? Ich meine, Projekte, es gibt so viele, dass ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, sich zu entscheiden. Mhm. Aber zu irgendwas sagt man dann ja. Warum dein Ja zur Kindertafel? Also ich muss sagen, ich rutsche da immer ein bisschen so rein. Na, ich habe mich jetzt nicht speziell für dieses Projekt entschieden oder vorher mal reingeschaut, was machen die. Nee, es kam halt einfach durch Gespräche und so, schau mal, wir machen das, hast du Lust, dich da ein bisschen zu engagieren und so. Ja, klar. Ne? Also liegt ja nahe. Ich meine, Kinder sind eh die Schwächsten in der Gesellschaft und wenn es um ein Frühstück geht, kein Thema, logisch. Aber die Tiere, die haben es dir auch angetan, denn Steffi rockt ja auch für Tiere. Ja, ich habe selber 4 Katzen aus dem Schwebheimer Tierheim geholt. Ja, ich mag Menschen, ich mag Tiere und ja, engagiere mich natürlich auch gerne dafür. Ich habe nämlich jetzt auch erst gesehen, da hat eine Schülerin, sollte etwas schreiben über ihren Lieblingsstar, ich glaube in der Kitzinger Schule. Und das war es dann du. Und da bist du prompt hingegangen und hast auch noch hier den ganzen Laden gerockt, die ganze Schule. Ja, das habe ich dann auch schon, ich glaube mittlerweile 3-4 Mal gemacht. Ich freue mich natürlich. Also die Kinder kennen mich natürlich durch ihre Eltern, die hören meine Musik und finden es dann toll. Und klar, das ist für mich eine Ehre, wenn ein Referat über mich gehalten wird, dann komme ich natürlich vorbei. Das ist ein super direkter Kontakt dann mit jungen Leuten eben, aber auch wieder, ne? Ja, und man kann gleich mal ein bisschen erzählen, Berufsmusikerin, Castingshows und so weiter, was eigentlich dahinter steckt und so. Und das ist vielleicht, man muss ja auch nicht unbedingt ein Star werden, aber Musik machen im Allgemeinen ist ja, glaube ich, auch etwas, was den Menschen sehr viel bringt, ohne dass jetzt jeder gleich auf der Bühne stehen muss. Ja, das ist ein Lebensgefühl. Für mich ist es, ja, es macht das meiste in meinem Leben aus. Ich mache es total gerne und ich bin froh, dass ich das so bis hierher geschafft habe und möchte ich ganz, ganz lange machen. Machst du ganz bestimmt. Also es gab und gibt die Zusammenarbeit auch mit der Inklusionsband Mosaik und über die sprechen wir gleich. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde bei Lloyd von Da, das Sonntagsgespräch hier bei Radio Primaton. Zu Gast bei mir seit heute Morgen, tapfer kurz nach 10, Steffi List, Sängerin und Musikerin aus Geldersheim. Guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Steffi, letzte Stunde haben wir ja schon dein großes Engagement bei den unterschiedlichsten Projekten angesprochen. Und dazu gehört natürlich vor allem Mosaik. Das ist eine Band mit Behinderten der Mainfränkischen Werkstätten und 2011 war der allererste Auftritt von euch in Grafenrheinfeld. Ich bin mir sicher, du kannst dich noch erinnern. Aber natürlich, ja. Also in dieses Projekt bin ich auch wieder einfach so reingerutscht. Wurde damals gefragt, als in den Mainfränkischen Werkstätten so eine Art DSDS-Casting veranstaltet wurde, ob ich mich nicht mal in die Jury reinsetze. Habe ich natürlich gemacht. Für mich wieder was Neues. Klar, bin ich dabei. Und ja, daraus hat sich dann eben diese Band entwickelt, weil sie wollten natürlich alle nach dem Casting weitermachen. Kein Thema. Und da gab es eben die Veranstaltung Nacht der Toleranz in Grafenrheinfeld. Und das war natürlich, wir mussten dahin. Mhm. Na, darum ging es eben auch. Und ja, wir haben über 7 Brücken gespielt. Also unser Christian, der im Rollstuhl sitzt, er ist ein Riesenfan von Peter Maffay. Er hat den Song präsentiert und ja, da gingen die Augen auf und dann sind dann doch Tränen gekullert bei den Leuten im Publikum und ja, das muss sich weiterverfolgen. Das ist toll, einfach zu zeigen, dass eingeschränkte Menschen mit irgendeinem Handicap, ja, die können auch was. Und dafür ist eben Mosaik da. Wir präsentieren uns ganz oft live hier bei uns in der Gegend oder auch ja, München, Düsseldorf, Special Games oder irgendwas. Und die Leute kommen auch und sind neugierig und lassen sich total drauf ein. Ja, sind sehr begeistert, lassen sich mitreisen von uns und haben jetzt mittlerweile auch eine eigene CD mit Motivationssongs abgestimmt auf die einzelnen Sänger und Sängerinnen. Und sie nehmen uns auch gerne mit heim dann und kommen dann beim nächsten Mal und singen eben die eigenen Songs auch schon mit. Und das ist ein Riesenerfolg. Und der Christian, also der Sänger, den du auch schon erwähnt hast im Rollstuhl, der hat ja sogar mal versucht, beim Eurovision Song Contest mitzumachen. Hat sich beworben. Mhm. Und da warst du ja auch also tatkräftige Unterstützerin. Erzähl doch mal noch von dem Projekt. Das war sicherlich auch für dich genauso aufregend wie für den Christian, oder? Ja, der Christian war, glaube ich, damals auch hier im Studio. Ja, genau. Ja,
Ich finde, zu dieser Band oder auch zu meinen Aufgaben gehört es, dass wir so spezielle Ereignisse einfach so mit einbauen oder Ideen oder einfach ein bisschen rumspinnen, was können wir irgendwie noch mit Mosaik machen. Und da war eben dieser Aufruf für den deutschen Eurovision Song Contest Vorentscheid für Deutschland. Mhm. Gab es ja diese Wildcard, gibt es ja immer noch. Ja, und dann haben wir für unseren Christian, wir rollen ins Leben. Komponiert den Song, haben dann auch ein Video dazu aufgenommen, haben den Christian dort angemeldet und wir hatten, glaube ich, mehr Klicks auf diesem Portal als der eine, der dann auch wirklich dazu eingeladen wurde. Und was ganz Witziges habe ich auch noch entdeckt. Du hast nämlich die Vereinshymne der Kissinger Wölfe gesungen. Saß ich da und habe in mich reingekichert. Wie kam es denn jetzt dazu? Auch wieder einfach so reingerutscht. Ich kenne da eben ein paar Leute aus Kissingen auch, vom Eishockey-Club. Und da wurde einfach mal gefragt, ja Mensch, na, wir bräuchten noch einen Song, hast du nicht was? Ja, ich hatte was und ja, da kam es so zustande. Ja, kann man bei dir auf der Facebook-Seite und natürlich auch bei YouTube sich anhören. Sehr, sehr witzig. Genau. Ich könnte jetzt ja sagen, sing doch mal, aber hast ja deine Klampfe nicht dabei. Ja? Mm. Okay, ja. Ich habe noch eine Menge Fragen. Wir spielen ein bisschen Musik und gleich geht's weiter. Okay. Nach wie vor hier Lloyd von Da, das Sonntagsgespräch bei Radio Primaton. An diesem Sonntag zu Gast schon seit heute Morgen um 10 Steffi List. Steffi, schön. Wir haben jetzt einiges schon erfahren. Ich kram ja natürlich immer so ein bisschen rum, was ich noch so finden kann. Und ich habe am Anfang auch mal kurz erwähnt, dass du bei einem Projekt mitmachst mit dem Namen 100% Mensch. Ich lese einfach mal vor, was so hinten dran steht. Hier steht, da geht es um die Rechte, also auch von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgenen, intersexuellen, asexuellen Menschen, Religion etc. pp. Es geht da darum, dass ihr als Künstler euch hinstellt und sagt und auch unterschreibt und auch Songs macht, jeder Mensch ist ein Mensch, egal welche Ausrichtung er hat, religiös oder sexuell etc. Genau, also jeder Mensch ist gleich. Wir wollen das einfach musikalisch den Leuten näher bringen. Wir haben schon ein bisschen was erreicht auch, natürlich, und deswegen geht ja auch dieses Jahr dieses Projekt weiter. Ich darf da wieder dabei sein. Wir waren jetzt vorgestern auch im Studio. Es gibt einen neuen Song, es gibt neue Leute, die da dabei sind und es ist wichtig. Es ist aber auch toll, wenn man dann so ein neues Projekt auch anfängt und man merkt, man findet auch Gehör. Es gibt Interesse. Es gibt Leute, die sagen, gut, finde ich gut, mache ich mit, bin ich auch dabei. Ja, ich hoffe, es werden immer mehr und es wird auch dann praktiziert, dass einfach wir sind, wie wir sind. Jeder Mensch ist anders und jeder liebt anders, jeder glaubt anders und wir sollen es einfach lernen zu tolerieren. Es gibt eine sehr schöne Klavierfassung mit Holger Ettmeier zusammen. Gebe ich jetzt gleich schon mal als kleine Empfehlung, hörenswert auch auf YouTube zu sehen. 100% Mensch, also sehr hörens- und auch sehenswert übrigens. Mhm. Du lebst ja jetzt mit einer Frau zusammen, schon länger. In Zeiten, in denen Außenminister und Bürgermeister sich als schwul und das ist auch gut zu outen, ist das ja wohl nicht mehr so ein großes Problem, oder? Ich glaube nicht, ich hoffe auch nicht. Natürlich hat da jeder immer noch seine veraltete Einstellung, was natürlich schade ist. Aber ich habe da noch nie irgendwie so einen Hehl drum gemacht. Deswegen, ich wurde auch noch nicht angegriffen, deswegen. Also je normaler du es findest, desto normaler wird es dann auch. Ich hoffe, ja. Was hat denn die Mama gesagt, als es ihr gesagt hast? Die Mama, war es schwer oder war es leicht? Sie hat sich's eh schon gedacht. Ach so. Okay. Die schlauen Mamas kennen ihre Mädchen, genau. Ihre Töchter. Magst du mal heiraten? Och. weiß ich jetzt nicht so grad. Keine Ahnung. Ich meine, du wirst 40, da muss man sich doch mal über seine Zukunft Gedanken machen, Kind, wird die Mama sagen. Jetzt echt? Ich wäre schon 40? Ich habe es recherchiert. Echt? Kann man das irgendwo nachlesen? Ja, auf okay, deiner Facebook-Seite. Oh je. Frag mal nicht nach Kindern, du hast 4 Katzen, das ist ja schon eine ganze Menge. Ne? Genau so. Ja. Singst du deiner Freundin ab und an ein Liebeslied? Nein. Nein? Nein. Es ist so, als wärst du Masseur und ich würde sagen, massierst du deine Freundin ab, du würdest auch Nein das sagen. Das ist genau das, ja. Nee. Also meine Freundin schreibt auch, ich sag mal, 90% meiner Texte. Und ich mache dann eben die Musik drauf, deswegen ergänzen wir uns da auch sehr, sehr gut. Aber nee, also
Nee. Da kann man ja in so einem Text dann auch mal richtig losmotzen oder so. Kann man also dann die Freundin quasi mal. Alles schon passiert. Was ich dir schon immer einmal sagen wollte, ich sag's in einem Lied. Genau, und es steht immer zwischen den Zeilen. Sehr schön. Okay, wir machen noch ein bisschen Musik und einen Hammer noch, wie man so schön sagt. Ein paar Minuten noch. Das Sonntagsgespräch läutet von da hier bei Radio Primaton, denn ich habe die Steffi schon gelöchert, dass sie schon fast wie ein Schweizer Käse aussieht. Steffi, langsam geht unsere Zeit zu Ende, aber ich habe noch ein paar kurze Fragen und du gibst mir einfach zack, zack, ein paar kurze Antworten. Okay. Okay. Geld. Ja, Geld ist mir nicht so wichtig. Natürlich braucht man es zum Leben. Ich bin froh, wenn ich natürlich Gagen bekomme, aber ist mir nicht so wichtig. Die Mama. Ja, die Mama. Die Mama hat mich glücklicherweise geboren und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Heino. Der Heino ist schon ja, sehr, sehr lange im Geschäft und im Endeffekt ist er ja, fast ein bisschen ein Vorbild, weil wer hält sich schon so lange in diesem Showbusiness? Ziemlich harte Sache. Fleisch. Fleisch habe ich seit 4 Monaten abgelegt zu essen. Also bist du jetzt Vegetarierin? Ich bin Vegetarierin, genau. Und? War es am Anfang schwer oder wird es jetzt nach hinten raus ein bisschen schwerer? Naja, so ab und zu, ja, denke ich mir schon, könnte schmecken. Aber ich glaube, wenn ich dann mal wieder in so eine Wurst oder so reinbeiß, denke ich mir, ach nee, hättest du ja auch sparen können. Mir ist eher der Hintergrund wichtiger, diese Massentierhaltungen und so weiter, wie die Tiere behandelt werden. Darum geht's mir. Mhm. Helene Fischer. Genau, die Helene. Ja, sie verfolgt mich. Ja, zu 90% von meinen Auftritten ist sie präsent. Sie wird gerne gewünscht und ja, gewünscht gespielt. Ich mache es natürlich sehr gerne. Ich meine, du hast ja auch deutschsprachige Titel jetzt jede Menge auf deinem neuen Album drauf, aber mit Helene Fischer hat es wahrscheinlich mal eher wenig zu tun. Mal gar nichts, ja. Egal. Sie ist da, sie macht ihre Sache sehr gut. Ja, großes Phänomen. Ja. Und verdient viel Geld übrigens, ob es einem wichtig ist oder nicht. Also, Applaus. Applaus ist mir sehr, sehr wichtig. Ich stelle mir dann ab und zu mal vor, Mensch, jetzt habe ich hier so einen neuen Song präsentiert. Jetzt, wenn hier keiner klatschen würde, dann müsste ich mir richtig Gedanken machen. Warum, weshalb, wieso? Wie sieht's aus? Letztes Jahr hast du eine neue CD herausgebracht, 2014. Alles mit deutschen Songs. Nächstes Projekt. Ja, nächstes Projekt. Ich habe immer viele Ideen, die sich um die Musik drehen. Jetzt so speziell, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein neues Album in Planung oder so. Nee, das stimmt gerade mal nicht. Ich bin noch am Sammeln. Ich möchte natürlich mit meiner Mosaikband noch ein weiteres Album machen. Wir sind da auch eingeladen worden ins Studio von Peter Maffay. Und das ist toll für einen Christian, oder? Natürlich. Boah. Ja, ja, der flippt aus. Wenn er, also er würde ihn schon gerne mal treffen auch, ne? So richtig, ne? Mal zusammen mit ihm singen. Ja. Wann habt ihr denn überhaupt das nächste Mal einen Auftritt? Vielleicht jetzt zum Ende noch ein paar Daten. Mhm. Wann kann ich dich, also die Steffi sehen, wann kann ich Phoenix hören oder und natürlich Mosaik. Wann, wo? Da gibt es natürlich für alles Homepages oder auch auf Facebook. Da am besten mal gucken, weil alle habe ich nicht im Kopf. Aber so die nächsten habe ich im Kopf. Und zwar am Donnerstag, den 26. März, bin ich im Jugendhaus in Schweinfurt und gebe da ein Benefizkonzert für die OBA, also für die offene Behindertenarbeit in Schweinfurt. Dann am 27. März ist dann schon Nacht der Toleranz. Das ist ja jetzt Variety for Charity heißt, in Würzburg im Luisengarten und am Tag drauf, am Samstag, den 28. in Wiesentheid in der Halle, in der Steigerwaldhalle. Und ja, also da auf jeden Fall an allen 3 Tagen mal irgendwie vorbeischauen bei mir. Also für mich hört sich so an, als würde es dir nicht langweilig werden. Nein, sicher nicht. Das ist auch gut so. Danke, dass du bei uns warst. Wir werden dich weiter natürlich beobachten und an deinem runden Geburtstag ein Ständchen singen. Ich bin gespannt. Danke für die Einladung. Danke, tschüss.